Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, eine Sonderanfertigung. Mittlerweile machen wir das regelmäßig. Dieser Kühlschrank hat die gleichen Abmessungen wie der Wemo 1500. Da mache ich euch hier oben dann einen Link. Aber dieser Kühlschrank besteht eigentlich aus zwei Geräten. Wir haben unten einen Kühlschrank, ein 96F. Das ist der Kühlschrank ohne Eisfach. Und obendran haben wir den Tiefkühlschrank GS30 einfach übereinander gesetzt. Und so habe ich ein Gerät. Von der Seite her angeschaut, habe ich hier diesen Ausschnitt vom Kompressor. Wir könnten jetzt auch hier den 106er nehmen. Der 106F, da mache ich euch unten dann einen Link. Der 106F, der hat nochmals etwa 15 Liter mehr Inhalt und die Kühlmaschine sitzt extern. Hier beim GS ist die Kühlmaschine so oder so extern, die sitzt dann oben dran. Wir könnten die aber auch drunter machen. Also da gibt es sehr viele Optionen. Vom GS30 mache ich den Link hier oben, da habe ich euch die vielen Optionen auch erklärt. Aber das gelten auch für diese Geräte hier. So kann ich auch den GS30 unten hinstellen und den Schrank heben, dass der Tiefkühler am Boden ist. Da muss ich mich nämlich nicht so oft dran wie am Kühlschrank. Oder statt dem GS30 nehme ich einen GS110, der ist genau gleich wie der hier und hat 110 Liter Inhalt. Also einen richtig fetten Kühlschrank. Dann ist auch der Vorteil, ich kann diese Geräte absolut separat steuern und auch schalten. Das heißt, wenn ich einen Wochenendtrip habe, wo ich keine Tiefkühlware mit habe, weil ich es nicht brauche, dann kann ich eigentlich nur den Kühlschrank in Betrieb setzen und der Tiefkühler bleibt warm und ich brauche den nicht. Habe ich die Option Digitalthermostat? Da habe ich hier, kann ich dann auch, das seht ihr im Link, den ich verlinke in der Endcard vom GS, kann ich den auch als Kühlschrank betreiben. Also wenn ich mal kurz irgendwo hingehe, 30 Liter reichen mir, dann kann ich den Tiefkühler als Kühlschrank verwenden, brauche nicht viel Strom und ich habe den Kühlschrank natürlich als Warmfach, weil nicht im Betrieb. Dann ist auch das Thema, die lange reisen wollen, also die sagen, ich will nach Afrika oder irgendwo hin. Wenn ich einen Kühlschrank nehme, den Wemo 1500, mache ich den Link hier, der hat natürlich dann das Problem, wenn irgendwas aussteigt, steigt alles aus. Und hier habe ich das Vorteil, dass die Hälfte immer noch läuft. Die Steuerungen zum Beispiel sind kompatibel. Ich kann also vom Tiefkühl die Steuerung wegnehmen und einen Kühlschrank setzen. Das sind so Vorteile, die man erst kennenlernt, wenn man mal länger unterwegs ist. Also eben Option Digitalthermostat wäre hier jetzt noch eine Möglichkeit gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.